Mahlzeit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei einem neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Wir stehen hier gerade in der Packgarage, mitten in Leipzig. Und was macht man in der Packgarage? Na klar, man geht zum Mediamarkt, da drüben ist noch Lidl. Ne? Und wenn man schon bei Mediamarkt und bei Lidl war, ein bisschen schnäppeln, dann geht man los und kauft sich was? Genau. Ein Hammer H1, was ja eigentlich kein H1 ist. Haben sie nur so genannt, weil dann der H2 rauskommt. Genau, für die Unterscheidung. Und zwar ist das hier nämlich der einzige echte Hammer. Weil der andere, die Militärvariante, das ist nämlich eine Zivilvariante, das ist das Besondere jetzt an dem Auto, heißt eigentlich ein Humvee. Wenn wir schon die Militärvariante bauen, warum bauen wir das nicht auch für Zivilisten? Da bauen wir ein bisschen, machen wir schöne bunte Farben drauf, lackieren die Räder ein bisschen hübsch, machen hier, ist das Ding offen eigentlich? Nee. Kannst du den mal öffnen? Ich gebe dir mal Schlüssel. Sag mal, lieber, hat er die Scheiben vorne getönt? Das sind originale Scheiben von hinten, weil die passen auch hinten. Aha. Und ich habe aber noch... Hast du noch Scheiben? TÜV-konforme Scheiben. Für vorne. Sehr gut. So, Freunde, dann kann man mal schauen. Da hat man sich bei EM General gedacht, so, pass mal auf, da machen wir hier ein bisschen Verkleidung, ein bisschen mit Leder und ein bisschen Plastik. Beziehen die Leder, die Sitze ein bisschen mit Leder. Kleiden den Dachhimmel aus und bauen vielleicht eine Klimaanlage optional rein und stecken ein CD-Radio rein und elektrische Fensterheber, optional alles übrigens. Das ist eigentlich der maximale Unterschied ist eigentlich, also das ist der krasseste Unterschied. Zum Militärvariante und zu diesem hier, zur Zivilvariante, ist das Bordnetz quasi. Ne? Die Militärvariante hat ja 24 Volt und das Ding hat nur, in Anführungsstrichen nur 12 Volt. Das ist auch ein 6,5 Liter, ne? Ja. Sauger, 170 PS. Genau. Der weniger problematische Motor. Der besser hält, weil der 150 PS macht ab und zu mal Zicken, ne? Mit den Kopfdichtungen und so einem Käse. Schätzt mal, was das Ding gekostet hat in den 90ern. Das sind 95er jetzt hier übrigens. Die haben die, glaube ich, gebaut von, ich müsste jetzt lügen, 92, 93 bis irgendwann 06. Und dann wurde AM General, hat dann den Hammer quasi verkauft an General Motors. Und die haben dann gesagt, okay, super, das ist ein bisschen in die Jahre gekommen, wir machen mal was Neues, wir machen den H2. Und deswegen hat man dann gesagt, um das besser zu unterscheiden, nennt man das Ding quasi so intern oder im Volksmund H1. Und der Neupreis, das hat mich echt, also wirklich ohne Scheiß, da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Neupreis von dem Ding 140.000 US-Dollar. Also das waren, wie wissen wir, wie 300.000 D-Mark. Ja. Wie breit ist das Ding? 2,50 Meter? Mit Spiegeln, ja. Ne? Die Seilwinde war auf jeden Fall optional, die war glaube ich nie serienmäßig dran. Ne? Und ansonsten ist das Ding eigentlich Serie. Ne? Du hast hier nichts los verändert, oder? Wo kommt denn der eigentlich her? Wo hast denn du das Ding hergekriegt eigentlich? Hier in Deutschland, das war, ja, wie erklärt man es? Ja, im Raum Frankfurt. Raum Frankfurt. Aber sehr ländlich gelegen. Mhm. Bei einem älteren Herrn, der war schon um die 60, hat das Ding selber importiert. Aha. Ist selber damals, hat ihn sich im Internet rausgezogen, 2004, 2005. Und er ist damals selber rübergeflogen, eine Woche. Ha. Hat dort alles abgeklärt und hat aber gesagt, war ein Riesentheater mit dem Auto, das hier rüber zu bekommen, mit Container. Ja, und, Container ganz geknickt. War sehr, sehr anstrengend und hat den seitdem in der Garage gehabt. Und nie ins Gelände gefahren und deswegen sieht er halt auch so aus, wie er aussieht. Weil die meisten H1 sind halt vom Lackbild und Unterboden sehr, sehr schlecht. Der ist halt wirklich... Schön. Verdeck kam vor 2 Jahren neu, sieht auch aus, als hat das noch gar keinen Regen oder was gesehen. Mhm. 6.500 Euro bezahlt dafür. 6,5? Ja gut, beim Sattler, ne? Ist komplett angefertigt, weil hinten die Stangen mit eingebunden sind, die sind sonst nackig. Ja. Ja, schon geil, ne? Das ist quasi die Four-Door-Softtop-Variante. Es gab den noch mit so einem Slantback, mit so einem Blech, also mit so einem GFK-Ding, glaube ich. Hier hinten drauf so schräg, das sieht auch sehr geil aus. Dann gab es die quasi noch geschlossen, wie so ein Kombi sieht er da aus. Und dann gab es den auch quasi als komplett lange Britsche. Da ist hier dann Feierabend gewesen. Das ist Single Cap quasi. Quasi Single Cap, genau. Ist das Verdeck immer in Wagenfarbe? Also nee. Original bei der Farbe, die Farbe heißt Plum, also P-L-U-M. Ja. Und da hat ein beiges Verdeck wie die Innenausstattung. Ah. Wird aber sieht halt auch sehr lustig schnell, aus. Sieht auch lustig aus, wird halt. Sieht halt scheiße aus, ganz schnell. Ja. Ne? Deswegen hat er sich dafür entschieden, das in Wagenfarbe zu machen und gleichzeitig noch die Felgen in Wagenfarbe zu lackieren. Diese grüne Plakette habe ich auch vorher noch nicht gesehen. Die war auf immer da. Weil du wieder weißt, wir sind ja hier in Leipzig. Ne? Und in Leipzig ist was? Genau, die Umweltzone. Und was hat das Ding? Ich glaube, eine Euro 2 oder so? 1. Oh, ach, noch besser. 6,5 Liter Euro 1. Hallo LKW-Zulassung. Günstig. Günstig? Nee, was hast du? LKW-Zulassung hat er ja, ne? Ja, ja. Was zahlst du denn da? Ja. Weißt du das? 180 Euro. 180 Euro, ne? Das ist halt der Vorteil, ne? Weil halt Ladefläche, ne? Abgeschlossene Kabine, sonst würdest du dich hier, boah, wo wärst du denn da, hä? Könnt ihr mal ausrechnen. 6,5 Liter Euro 1 Diesel? Über 1000, definitiv. Weit, weit über 1000. 1,4 oder so, denke ich. Ja, bestimmt. Ich denke so 1,5, 1,6, irgendwo in dem Dreh. Hier gab es übrigens auch als V8 Benzin.
Also für die ganz Mutigen, die Richtnerven hatten, die haben das Ding als V8 Benzin auch ordern können. Die Frage ist natürlich, wird das mal ein Sammlerstück? Also ich persönlich finde es geil. Ich finde die Farbe ja oberhammermäßig, im wahrsten Sinne des Wortes, Oberhammer. Oberhammer. Ja. Und Innenausstattung ist natürlich wild. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Zivilvariante nur ein einziges Mal gesehen. Hier fliegt so ein bisschen der Klarlack weg. Ne? Kommt der aus irgendwie einer südlichen Region aus Amerika? Florida. Florida. Später gab es dann noch elektronische Differentialsperren in so einem Käse. Aber dann wesentlich später, dann in 2005 oder 2006. Und man hat dann bei AM General gesagt, die Produktionsauslastung für die Militärvariante steigt. Also die Nachfrage ist da. Aber die Nachfrage für den war dann irgendwie nicht mehr da, für die Zivilvariante. Und da hat man dann irgendwann gesagt, komm, scheiß drauf. Wir geben das jetzt ab an General Motors, sondern die mal glücklich werden damit. Und wir bauen mal weiter unsere Militärvarianten, ne? Unsere Humvees. Wir können auch mal kurz sonst hinter auf das andere Parkdeck fahren, da ist es ein bisschen freier. Geil. Ja, das machen wir jetzt. Ja. Gute Idee, oder? Nicht traurig sein, Leute, das Video geht gleich weiter. Nur kurze Werbung in unserer eigenen Sache. Und zwar kaufen wir seit geraumer Zeit eure Autos auf aus der Community. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Zusendungen. Wenn ihr Fahrzeuge zum Verkaufen habt oder jemanden kennt, der eins verkaufen möchte, dann kann er das hier auf einen relativ entspannten Weg tun. Schickt uns einfach per WhatsApp hier auf diese Nummer. Bekommt ihr von mir relativ zeitnah eine Rückmeldung. Ich brauche von euch einen Kilometerstand, eine Fahrgestellnummer, ein paar Bilder, kurz ein paar Details zum Fahrzeug. Und eine Preisverstellung. Und wir kaufen noch bis 90.000 Kilometer roundabout. Kauf mal auf. Mehr geht leider gewährleistungstechnisch nicht mehr. Habt Verständnis dafür. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt an der Stelle raus. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. Aber wie wenig Platz man jetzt hier nur noch hat durch diesen riesen Mitteltunnel, ne? Ja, als Beifahrer sitzt man sehr bescheiden da drüben. Als Fahrer geht's. Aber Beifahrer ist wirklich... Nie so geil, ne? Nee. Gottes Willen, Kunde! Fahr nicht so schnell! Ich sterbe hier! Das ist einfach geil, ne? Aber von Lackzustand her geht das, ne? Ich meine, das Auto ist ja jetzt 28, ne? Ich weiß gar nicht, ob die Militärvariante überhaupt Dichtung an den Türen hat. Den tatsch jetzt mal lieber nie an. Also ich wollte jetzt hier an der Elektrik lieber nie rumfummeln, ne? Das ist halt so gebaut worden, wie es gerade irgendwie da war oder übrig war. Ne? Da brauchen wir nicht reden, das ist halt einfach, ach, wo machen wir es hin? Ach hier, scheiß drauf, wie es aussieht. Ist das Dach denn so weit dicht, sag mal? Das bist ist du mal, dicht, ja. Bist du mal im Regen gewesen? Ja, leider. Leider? Ich bin da sonst sehr, sehr penibel. Ich fahre echt? Mit, also mein Range ist ja mein Alltagsauto, aber ansonsten bin ich da mit meinen anderen Autos pinglich. Immer sauber und nie im Regen eigentlich. Mhm. Das fand ich auch bei dem anderen schon so krass, bei der Militärvariante hier. Siehst du das hier? Das hatte der auch, diesen Eingriff hier. Das ist, da hat man dann irgendwie mit der Flex hier, also wirklich, da denkst du, der hat irgendjemand rumgeschnitten. Nee, das ist leider, das ist bei dem Ding so, weil das ist immer noch, auch wenn jetzt eine Zivilvariante, immer noch ein Militärfahrzeug. Wie Winde geht die denn? Hast du die mal probiert? Probiert noch nicht, aber soll gehen. Soll gehen. Okay, können wir mal vorne reinschauen, sag mal. Ja. So, zack, eben mal hier, keine Kratzer machen, bumm. Dann heben wir mal zusammen an, weil die Haube... Ach, ist von innen zu entriegeln? Ja. So, natürlich ist das recht wartungsfreundlich, weil du kommst halt hier überall ran. Das Schöne ist, Haube off und das Ding legt alles frei. Ne, das war ja der Plan dahinter, dass du, wenn irgendwie eigentlich ein Kriegsgerät, was man jetzt ein bisschen umgerubelt hat als Zivilauto oder für die zivile Bevölkerung, da musst du halt auch in der Wüste oder sonst wo oder im Busch schnell reparieren können. Ne? Das Ding haben die so gebaut, dass du das irgendwie aus irgendeiner Transall, oder nee, nicht Transall, sondern wie heißen die Dinger bei den Amis? Herkules. Die Herkules, ja, die macht hinten dann die Klappe auf und dann schuppen sie die Karre raus und da ist ein großer Fallschirm dran und dann kracht das irgendwie auf den Boden und dann muss das weiterfahren. Die Kühler sind lustig, ne? Das ist halt dann Klima und nochmal ein zusätzlicher Ölkühler, so wie das aussieht, Wasserkühler. Hat auch zwei Batterien auf jeden Fall, die sind bestimmt kostengünstig. Mit ihren Spezialanschlüssen sieht das schon wieder lustig aus, ne? Hast du irgendwas gemacht an der Karre oder musstest du irgendwas machen oder war alles so, wie es war? Nee, war eigentlich alles in Ordnung. Okay. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Neue Fußmatten, die sind ja auch... Also man muss ja sagen, egal was für das Auto, es kostet alles... Teuer. Es ist sehr, sehr teuer. Das ist wirklich teuer. Also wenn man denkt, so G-Klasse Ferrari ist teuer, hier sind die einfachsten Teile... Arschteuer. Ja. Zu tun geht es bei so einem alten Auto eigentlich immer irgendwas. Ne? Also so 100% immer wird es wahrscheinlich auch schwierig. Oh Gott, so, pass auf, dass du nicht auf die Fresse fliegst. Und hast du jemanden mitgenommen, als du das Ding gekauft hast? Oder hast du das alleine alles gemacht? Nee, das mache ich immer alles alleine. Okay.
Gut, müsste man also immer einen großen Service machen, Bremssüßigkeiten, den ganzen Käse. Ne? Angesprungen ist er ja ganz gut, nach so langer Standzeit. Ne? Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Von oben zumindest sieht man jetzt nichts drauf. Ist so ganz schön verbaut eigentlich, wenn man es mal so sieht. Ne? No step, ne? Damit der Herr Kollege Zivilist nicht drauflatscht, damit er das auch noch mal weiß. Wenn man das Ding so sieht, dann denkt man, boah, Junge, 12 mal rangieren, um in eine 10 Meter Parklücke reinzukommen, völlig falsch. Das Auto ist wendiger als mein 964. Ich weiß auch nicht wie und warum, aber gefühlt hast du das Gefühl, du sitzt irgendwie so ein bisschen in den Go-Kart. Ja. In den übergroßen. Ja. Das ist echt so. Weil die Lenkung ist relativ direkt. Also klar, relativ, ne? Weil man die Reifen so sieht und den ganzen anderen Scheiß. Also ich hatte auch Respekt, bevor ich den geholt habe, gerade wegen hier Parkhaus und die engen, ja, Schranken. Aber einmal reingefahren, dann dachte ich mir, worüber habe ich hier nachgedacht? Das ist ja. Ja, gar kein Problem. Nee. Aber schon mutig, dass du dir so ein Ding holst in der Innenstadt. Also, das muss ich schon sagen. Du weißt doch, wie es ist. Bei einem, ja, schönen, ja, Auto, da setzt hier und da schon da mal steckt, der Verstand aus. Da setzt ab und zu mal kurz der Verstand aus. Ja, ich weiß, das kenne ich. Das sind so die. Nur will ich haben, wann, ja, kann ich es abholen? Genau, das Problem ist, das sind die klassischen Zündaussetzer, die man dann im Kopf hat, die Männer. Hier war es mal ein bisschen zu eng. Irgendwie, ne, da war mal was im Weg. Da ist wahrscheinlich dann irgendwie, weiß nicht, so ein T5-Bus dran zerschellt an dem Ding. Ne? Auf der rechten Seite die Einstiegsleiste fehlt. Hast du die noch irgendwo gesehen? Oder nee, irgendwie? Aber das habe ich auch gesehen. Ja. Das sieht ein bisschen ulkig aus. Hier geht irgendein Kit auf. Ne? Weiß nicht, ob das auf der anderen Seite auch so aussieht. Ja, hier sieht es auch so aus. Das hat man mal irgendwie mitlackiert. Und irgendwie fliegt dann halt auf den Gummi hier die Dichtung weg. Müssen wir also mal rauskratzen. Und immer neu ziehen. Ne? Kann man die Ladefläche mal kurz drauf gucken, wie das aussieht? Ja, ich habe dann nur schon komplett alles eingeräumt. Also man muss die da, die ist da, genau. Und die hier fehlt. So. Ne? Hier fehlt eine Einstiegsleiste. Ja. Wo auch immer die abgeblieben ist. Mhm. Musst du eben gucken, ob du die noch irgendwo kriegst. Aha. Ach du Scheiß, ach Auspuff, Anhängerkupplung. Fällt das irgendwo? Nee, ne? Nee, nee. Ach du Scheiße, also das ist noch Unterfahrschutz. Unterfahrschutz. Die Scheiben. Krümmer komplett aus. Originalauspuff. Scheiben sind in dem Paket drin sozusagen. Ja. Und was ist das hier? Das war noch die Aufkleber jetzt für die. Ja, Reifengeschichte. Weißt du, was, ne, dieser Aufkleber kostet? Schweinegeld. 150 Euro. Was? Kein Spaß. Gottes Willen. Okay, ja gut. Also normalerweise, ne, nach so vielen Jahren sind die Dinger eigentlich auch relativ oft in Mitleidenschaft gezogen. Hat halt hier und da so ein paar Kratzer, ne? Ein paar kleinere hier, siehst du das? Man kann sich den wahrscheinlich auch richtig, richtig schön machen. Geh mal hier mit mir immer rum, dann müssen wir mal sehen, den Zustand besser einschätzen. Hier ist ein paar Oberflächendinger, die kann man wahrscheinlich polieren. Das könnte gehen hier. Weil der nächste, der hier kommt, das ist ja keiner, der so, ach, Hammer, den kaufe ich. Ja? Da kommt ja auch irgendein Verrückter, der sich das dann ganz genau anguckt. Der hat dann hier noch irgendwie so eine Schwellerverkleidung dran geschraubt. Ich glaube, die war bei der Militärvariante, gab es das glaube ich nicht, das Ding hier. Ne? Nee. Wusste ich gar nicht, dass das so glatt ist hier unten. Ja, das sieht ja erstmal alles ganz ordentlich aus. Vor allen Dingen sieht es nie aus, als hätte man eine Klatsche gehabt. Würdest du dann hier an der Haube sehen, die hätte man dann wahrscheinlich 20 Mal irgendwie von innen geschraubt, gespachtelt, lackiert, repariert, gefillert, geprinert und weiß nicht was alles gemacht. Ich habe da auch mit einem, ja, Hammer-Profi, sage ich mal, drüber gesprochen, mal, ja, über das Auto. Der hat mir zum Beispiel auch gesagt, dass die schon aus dem Werk, bevor die rausgefahren sind, haben sie dort noch kühlerdicht reingeschüttet, schon, ja, mal provisorisch. Ach so, perfekt. Das Problem ist bei den Dingern, hier kostet halt alles immer eine Stange Geld. Ne? Also wirklich, wenn hier was kaputt ist, das kostet halt wirklich Kohle. Das muss man sich echt unterhalten können, die Scheiße. Ja, da gibt es ja auch nichts zum Zubehör. Ne? Nee, das produziert ja keiner nach. Nee. Das gibt es nur original oder, ja, gar nicht. Ja, genau. Das ist das Problem an dem Auto. Die Bremsen sind halt das Geiste, ne? Ach so, da drin quasi. Ja, hier, ne? Ja, verrückt. Okay. Wobei die weniger Grad hat. Die hier ist besser, die Scheibe, ja, als die hier drüben. Die hat eine kleine Kante hier. Okay. Da scheint irgendwie ungleichmäßig zu bremsen. Herrlich, ich liebe das, komplett dreckig zu sein, weißt du das? Mein schöner Kunde Limited Edition. Ach, warum habe ich den heute angezogen, ich Idiot? Warum bin ich so blöd gewesen? So, mein Lieber, jetzt müssen wir leider noch mal hier die unters Röckchen gucken, mein Lieber. Naja, hier überall halt, ne? Ölwanddichtung kommt was raus. Ja. Und hier oben links, hier kommt es vom Kopf runter. Meinst du das dort? Ja. Da ist hier auch nass hier. Also hier ist wirklich komplett nass. Ja. Ja. Also hier läuft es wirklich ordentlich raus. Stimmt, da müsste man wirklich mal schauen, was los ist. Hier ist ein bisschen nass. Ja. Und hier drüben auf der anderen Seite auch. Aber nicht ganz so schlimm. Kunde, ich wollte schon immer in Leipzig im Parkhaus unter einem Hammer liegen in der CW-Variante. Ehrlich. Habe ich jetzt eigentlich den Öltropfen weggewischt mit meinem Pullover? Habe ich auch schon gemacht. Oh nee.
ein Ami, der ölt, der verliert kein Öl, der markiert sein Revier. Also hier an der Wandlerabdeckung kommt halt das Öl rausgelaufen. Ne? Ja, ist die Frage, was das ist. Ist das Getriebeöl? Könnte auch Motorenöl sein. Ne? Das müsste man also eben mal Marine machen. Dann fährt man mal 100 Kilometer und dann guckt man, wo es herkommt. Und dann denkst du, scheiße. Dort hat er immer ein bisschen aufgesessen. Also ein, zwei Mal im Gelände war er, denke ich schon. Oh, wahrscheinlich kann er auch bei den Amerikanern. Wann hat er denn rübergeholt? 2000 wann? Fünf. Also vier oder fünf. 8, 9 Jahre in Amerika. In US und A, wie ich sie immer nenne. Also da war er ja auch schon 10 Jahre alt. Ja, deswegen ja. Da hat er sicherlich dort schon ein bisschen was erlebt. Ja. Ne? Die sind ja wirklich verrückt. Da gibt es ja Videos bei YouTube, was sie mit den Autos machen. Ja, ja. Gottes Willen. Die Dinger können auch wirklich viel. Junge, hättest du mal was Anständiges gelernt? Hat meine Mutter gesagt. Dann müsstest du nie Freitagabend im Leipzig im Parkhaus unter den Hammer liegen. Von hinten nochmal rein und kurz husten bitte. Wer kennt's? Wer schon mal hat's schon gemacht? Hier haben wir auch nochmal Scheibi. Hier ist ein ganz, ganz... War es da drüben auf der Seite? Das war links. Beifahrerseite? Ja, da war der gerade. Dann ist hier andersrum. Ja. Wer weiß warum. Könnte höchstens sein. Aber so marginal wirklich. Müssen wir aber zumindest mal schauen, ob die Bremswirkung gleich ist, ne? Ja, aber ich denke mal, da hast du gar nicht so schlecht eingekauft, denke ich, oder? Aha. Ich habe mir ja vorher schon ein paar angeguckt. Ja. Und wie viel hast du denn angeguckt? Ja, über die Jahre jetzt 4, ne 5. 5, okay. Den letzten, glaube ich, 21. Aha. Der war 99er und das war eine absolute Katastrophe. Hier wird aber irgendwie bald was abreißen. Oh, ja, okay. Ne? Das ist hier eingehangen, irgendwie an der Karosserie, ja. Am Rahmen. Und was ist das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das macht. Das geht hier durch. Okay. Verschwindet hier und wird hier verschraubt. Scheiß ich in die Kommentare wieder. Wenn du keinen Ärger haben willst, darfst du so einen Scheiß nicht kaufen. Ach so, das habe ich gar nicht gewusst. Wie machst du das jetzt? Machst du hier so eine NATO-Rolle seitwärts raus? Ja, das habe ich auch vorhin gemacht. Ne? Ist das besser? Das geht auf jeden Fall. Aber lass mich raus, ich finde. Guck mal, wenn das hier irgendjemand aus der Ferne beobachtet, guck mal hier. Ich mache hier so mit meinem Handy, das ist meine Waffe. Ja. Dann mache ich hier eine NATO-Rolle. Ha! Und jetzt bin ich hier, warte. Verstehst du? So läuft das. Unterbodeninspektion machst du genauso. Nee, gut, also Zustand, denke ich. Ist eigentlich ganz lustig. Das sind die Scheinwerfer, was du gesagt hast? Ja. LED-Scheinwerfer vorne, ja. Ui. Aber in Originaloptik, das ist ja das Wichtige, dass ja. Du nicht irgendwelche komischen Linsen hast, weil das passt ja nicht zum Auto. Das hier für die Winde, die Fernsteuerung, ne? Ja, da ist auch noch ein Kompressor dabei. Ja. Also die Fernbedienung zumindest. Ja. Das Geile ist, die Militärvariante sieht so aus. Ja, genau so. Und die Zivilvariante ist dann so. Oh. Ja. Was denkst du denn? So, ja, aber, das ist dann aber Militär fertig. Nicht mit Leder bezogen. Ne? Das okay, das gut, Entschuldigung, ja, das muss man dazu sagen. Und so, gut, ne? Weil das Lenkrad hat das TÜV. Ja, ist eingetragen. Okay. Wie nee, ansonsten? Wie alles. Jetzt muss man nur noch sagen, ob du das Auto dann schenken willst oder nicht. Ja, nee, nicht so. Nicht so. Also da gefällt es mir selber zu gut. Ja, aber muss ein paar Sachen gemacht werden. Wenn dort die Soße so rausläuft, ist es schon ein bisschen dolle. Wenn es ein bisschen schwitzt, drauf geschissen, aber da läuft schon wirklich raus. Mein Step wäre es gewesen, es einmal abzumachen und zu gucken, dann ob es wirklich so viel ist oder ob es ja, immer Getriebe auf jeden Fall. Irgendwie. Motor, wahrscheinlich Simmering, so wie es aussieht. Das Motoröl, was dort am Getriebe hängt. Das ist so verzwickt, bei dem würde ich fast denken, dass es von hinten oben kommt und dann läuft es überall runter. Es läuft richtig aus dem Loch vom Wander, von der Wandergehäuse, so. Abdeckung. Da läuft es aus dem Loch raus, da hing richtig ein Tropfen dran. Okay. Das läuft also von oben runter. Da bin ich schon leid geprüft. Das hatte ich bei meinen Amis immer. Ich sag's mal so, wir sind uns einig geworden. Das freut mich persönlich natürlich, weil aus einem ganz einfachen Grund, irgendwie hatte ich mit dem Humvee von Hagen, da hat es mich so ein bisschen angefixt gehabt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also so ein bisschen Freude hatte ich da. Da hatte ich schon wirklich Freude dran, damit zu fahren. Muss ich ehrlich sagen. Und ich überlege halt wirklich ganz stark, ob der überhaupt in Verkauf gehen soll oder ob dann die erstmal vielleicht doch irgendwie bei mir versandet für eine Weile. Weil vom Fahren her ist das einfach kultig. Klar hast du dann nach 2 Wochen die Schnauze voll, braucht man gar nicht reden, dann steht das Ding wieder an der Ecke. Das habe ich auch gerade zum Verkäufer gesagt. Ne? Damit fährst du 2 Wochen, dann hast du die Schnauze voll, dann steht das ein Jahr. Und dann fährst du da vielleicht nochmal irgendwie eine Woche und dann steht das wieder ein halbes Jahr. So läuft das immer mit den Dingern. Du musst ja auch so sehen, die Gelegenheiten. Klar, einen Hammer, also einen normalen Humvee kannst du ja kaufen, da gibt es ja einige am Markt. Zivilvariante kannst du es geil finden oder eben nicht geil finden. Gibt es halt nicht so viele. Ich finde es halt schon cool, dass das Intro alles ausgestattet ist. Das hat halt mehr PKW, also mehr Autoscharm, weil der
der Humvee, wenn du den fährst, da hast du schon das, den, wirklich den Eindruck oder das Gefühl auch die ganze Zeit, logischerweise, dass du in einem Militärgerät sitzt. So fühlt sich das an, da klappert alles, da wackelt alles. Ich meine, klar, wir sind jetzt hier eine Runde rumgefahren, hier im Parkhaus, das ist riesig, das Ding. Da merkst du auch schon auf die ersten Meter, dass da nicht alles so scheppert und kracht wie in einem Humvee. Das ist wirklich ein Unterschied. Also in einem Humvee, da scheppert, kracht, scherbelt's. Und zwar alles, also schweinelaut, hier ist es auch laut. Aber ihr scheppert und kracht es nicht so viel. Und an der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Würde mich wirklich interessieren, was ihr dazu denkt. Macht sowas Sinn? Ist das komplette Bullshit-Scheiße? Oder ist es einfach nur mega geil? Ich persönlich finde es mega geil. Und sehe mich da auch auf jeden Fall mal ein paar Touren fahren. Also bis dahin. Tschüss, Freunde.